duftender Kaffee aus Ländern der ganzen Welt, köstliche Aromen und Milchschaumkreationen. Das und mehr erwartet einen, wenn man die neu eröffnete Rösterei Schwarzwild von Andrea Jauch betritt. Auf ungefähr 50 Quadratmetern hat die gelernte Koffeologin ihr neues Kaffeeparadies eingerichtet. Aber wie wird man eigentlich Koffeologin? Es ist letztendlich kein Beruf, es ist eine Weiterbildung oder eine Zusatzausbildung, die man an einem Institut in Mannheim absolvieren kann und die auch gleichzeitig die Barista-Ausbildung beinhaltet. Und vom Inhalt her ist es so, dass einfach alles rund um von Rohkaffee im Ursprung an verschiedene Anbauländer, Aufbereitungsarten bis hin dann zu den verschiedenen Zubereitungsarten, Sensorik, alles mit beinhaltet ist. Andrea Jauch bietet ein breites Spektrum an hochqualitativen, sortenreinen Kaffees. Fairtrade ist für sie dabei selbstverständlich. Die Nachfrage steigt. Frisch gemahlener Kaffee ist Trend und immer mehr Kaffeegenießer folgen ihm. Ich denke, dass es schon einen Kaffeekult gibt, der sich jetzt so die letzten Jahre entwickelt hat und dass, ich sag mal, von Starbucks und wie sie alle heißen und Nespresso dann oftmals, wenn es so einen Mainstream-Trend gibt, dass dann halt auch wieder so eine andere Richtung entsteht, wie auch beim Wein, dass man dann eher wieder schaut nach Kleinen, die sich dann eher doch auf Spezialitäten konzentrieren. Aber das Angebot der Rösterei Schwarzwild beschränkt sich neben diversen Kaffeesorten nicht nur auf allerlei Zubehör von Zucker bis zur Kaffeemaschine. Auch Führungen durch ihre Rösterei und Barista-Kurse stehen auf dem Plan. Interessierte können sich hierzu jederzeit bei ihr telefonisch oder per E-Mail melden. Es gibt eine richtige Barista-Ausbildung, die letztendlich beinhalten verschiedene Kaffees aus unterschiedlichen Ländern zu verkosten, also so einen kleinen sensorischen Part. Und dann natürlich, wie geht man mit dem Siebträger um, was macht einen perfekten Espresso aus, wie sollte der Milchschaum ausschauen und wie kann man dann auch letztendlich mit dem richtigen Milchschaum auch schöne Ornamente auf den Cappuccino zaubern. Wer Interesse an einem Stück Kaffeekultur hat, der kann die Rösterei mittwochs bis freitags zwischen 10 und 14 sowie 16 und 19 Uhr besuchen.